Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal bei der Riador. Heute bin ich unterwegs mit dem Simon. Wir machen ja eine richtig große Tour. Wir wollen in den Hunsrück, sind zurzeit im Wispertal unterwegs. Und da habe ich gedacht, hier auf den schönen Strecken nehme ich euch auf jeden Fall schon mal ein Stück mit. Wir haben ja ein recht gemischtes Wetter heute erwischt. Wir wurden auch schon mal nass, haben uns in Herborn getroffen. Und ja, kaum waren wir unterwegs, fing es auch schon an zu regnen. Jetzt hat es mittlerweile zum Glück wieder aufgehört. Die Straßen sind wieder trocken. Und hier durch das schöne Wispertal genießen wir jetzt die Kurven. Ja, nächster Stopp wird Lorch am Rhein sein. Da wollen wir unsere Mittagspause machen. Wir haben ja, so roundabout 380, 400 Kilometer Strecke geplant für diesen Tag. Wollen vielleicht, wenn wir aus dem Hunsrück wieder rausfahren, nochmal einen Abstecher zur Mosel machen. Das entscheiden wir dann aber ja, relativ spontan, je nachdem, wie uns ja, die Laune noch so steht. Ne? Und ja, da bin ich gespannt, wie das heute so wird. Mit dem Simon fahre ich immer gern. Der ja, hat eine schöne, zügige Fahrweise. Da kommt man auch immer ordentlich voran. Und dementsprechend, ja, glaube ich, wird es heute echt ein schöner Tag. Wenn das Wetter jetzt noch mitspielt und es nicht mehr regnet, dann sehe ich dem Ganzen ja, durchaus positiv entgegen. Ja, heute wieder auf der Honda Pan-European unterwegs. Ich habe gedacht, für diese lange Strecke wähle ich ja, mal wieder die Honda aus, weil das... An dieser Stelle ist es dann passiert. Mein externes Mikrofon hat den Geist aufgegeben. Ich nehme an, dass es bei dem Regenschauer am Anfang unserer Tour etwas zu viel Wasser abbekommen hat. Also geht's jetzt ab hier weiter mit einem Voice-Over. Nachdem wir in Lorch unsere Mittagspause gemacht hatten, setzten wir mit der Fähre über den Rhein und fuhren weiter Richtung Simmern, wo wir dann auch schon den Hunsrück erreichten. Dieses größtenteils in Rheinland-Pfalz liegende Mittelgebirge hat für Motorradfahrer ordentlich was zu bieten. Auf kleinen, kurvigen Straßen führte uns unsere Route über Körn nach Raunen. Am Fuße des Iderkopfs machten wir eine weitere Pause und entschieden uns noch dazu, einen Abstecher zur Mosel zu machen. Entlang des Flaumbachs auf einer malerischen Straße erreichten wir Dreiskaden an der Mosel. Von dort aus ging es für uns weiter über Brodenbach nach Nörtershausen. Von dort aus erreichten wir auch bald wieder den Rhein, den wir erneut mit der Fähre bei Boppard überquerten. Immer weiter in südöstlicher Richtung, vorbei an Nassau, Diez und Limburg, näherten wir uns immer mehr heimischen Gefilden. Nach 423 Kilometern und über 7 Stunden Fahrzeit kamen wir ziemlich erschöpft, aber mit vielen schönen Eindrücken, die wir im Laufe des Tages aufnehmen konnten, wieder zu Hause an. Als Resümee zu unserer Tour geht von mir die klare Empfehlung für die Rhein-Hunsrück-Mosel-Region raus. Wer schöne Landschaften gepaart mit vielen Kurven und wunderschönen Aussichten sucht, sollte diese Region definitiv mal unter die Räder nehmen. Abschließend gibt's von mir noch das Obligatorische. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns dann im nächsten Video.